Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sahadum mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir sind Sachsen und Sachsen wächst und gedeiht. Wir hatten in der letzten Folge hier oben weite Gebiete, weite Siedlungen, viele Siedlungen ins Ganze besiedelt mit unseren migrierenden Einheiten. Wir sind ja nach wie vor ein migrierender Stamm, deshalb können wir Siedlungen auflösen, in Anführungsstrichen, von dort aus migrieren und dann Gebiete besiedeln. Und wir haben auch unsere Hauptstadt etwas ausgebaut mit zwei neuen Gebäuden, eine Mühle sowie eine Akademie, etwas für unsere Bürger und unsere Sklaven getan. Leider hat das bei den Sklaven gerade auch bei den Adligen nicht wirklich viel gebracht. Das optimale Verhältnis ist ebenfalls nach wie vor sehr gering und ich habe mir mal die genaue Beschreibung dazu durchgelesen. Bei der Mühle, schaut mal, Sklaven lokal erwünschtes Verhältnis plus 10%. Die haben das auch umgeändert. Ich glaube, das war früher ein fester Wert. Und 10% mehr Verhältnis. Von was eigentlich 10%? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, also jetzt habe ich einen Faden verloren. Von was 10% genau? Und zweite Frage nicht, aber die zweite Sache ist, 10% ist halt nichts. Ja? Also, ihr seht das hier, Bewohner, Verhältnis 23%. So, wenn wir jetzt von den 23% vielleicht ausgehen, sind das 2%. Also 10% ist nichts. Das ist, ja, rein, überhaupt rein gar nichts. Deshalb ist klar, dass die da noch nicht wirklich zufrieden sind. Da bringt, so wie ich das verstehe, es mehr halt hier diese lokale Zufriedenheit sich da anzuschauen, plus 6%. Ist ein bisschen komisch. Ich fand das früher, als man einen festen Wert hatte, besser. Oder die sollten halt noch dazu hinschreiben oder in Klammern meinetwegen, wie viel das ausmacht. Hier zum Beispiel hat man doch plus 5% sogar bei Adligen. Lokal erwünschtes Verhältnis plus 5%. Wir hätten uns das vorher anschauen müssen. Oder meinen die da wirklich einen festen Prozentwert? Ach, blöde. Wie viel war das vorher? Fakt ist, es bringt halt wenig. Weil die sind nach wie vor hier nicht wirklich zufrieden. Wir werden da jetzt auch kein Geld weiter reinstecken. Ich habe mir auch die anderen Siedlungen mal angeschaut. Die Sklaven generell sind nicht gerade happy bei uns. Aber ja. Wo sind Sklaven schon happy, sage ich mal? Ihr seht das hier. Rechts unten zeigt es dann immer die Sklaven an. Überall. Nicht zufrieden. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. So, dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, das mit der Migration, ja, das lief doch bombastisch. Das könnten wir doch jetzt hier in der Region Germanien, ja, das ist nämlich alles noch Germanien. Wir hatten uns das im Detail letzte Folge auch angeschaut. Auch noch durchziehen und hier besiedeln. Dann lösen wir irgendwo eine Siedlung auf und marschieren dann mit den migrierenden Einheiten gen Südwesten und erweitern unser Reich. Aber das ist gar nicht so einfach. Hier oben ins Ganze ging es einfach, weil hier einige, also weil hier wenig Bevölkerung ansässig war. Aber hier unten sieht das ganz anders aus. Schaut euch das mal an. Hier, fünf Bevölkerungspops heißt, wir brauchen fünf migrierende Einheiten. Drei Gang noch, vier ist auch schon krass. Zwei geht auch noch. Also das ist bedeutend mehr Bevölkerung, die man hier assimilieren muss mit seinen Leuten, als oben in Skansa. Hier war nochmal was weh. Also nur ein Bevölkerungspower. Ich glaube, das gehört zu Bi Bohemium, ja. Und da wollen wir ja nicht hin. Da sind wir jetzt wieder bei der Grundsatzfrage. Wollen wir denn noch ein migrierender Stamm sein?
Wir werden auf jeden Fall bis 521 noch migrierender Stamm bleiben, weil wir dann hier aus Bohemien uns zurückziehen wollen. Ich bin mir wirklich unschlüssig, ab wann es sich denn, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, lohnt, ein sesshafter Stamm zu werden. Im Grunde genommen schon ab dem Zeitpunkt, wo der Aufwand für Migration zu hoch wird, finde ich. Klar, wir könnten dann halt, wenn wir ein sesshafter Stamm werden, nur noch durch Kolonisation uns ausbreiten. Und dann ist man auf das Bevölkerungswachstum angewiesen, in den Grenzregionen, beziehungsweise in den Küstenregionen. Boah, ist das schwer. Wir werden uns da mal noch ein paar Gedanken machen, Leute. Wie gesagt, bis 21 warten wir ja noch ab hier. Wegen Aregeliana, wo wir dann nochmal eine Migration starten. Und dann könnte man sich vielleicht überlegen, ein Stammeskönigreich zu gründen. Möglich wäre es. Schon lange. Ja, ich denke, ihr hört das, wie es rattert bei mir im Hirn. Haben wir das Weltgeschehen vor der Brust. In der Hoffnung, dass das römische Imperium vielleicht mal sich irgendwo eine blutige Nase geholt hat. Religiöses Festival. Eine Gruppe Bauern aus Selingien im Südosten unseres Stammesgebietes, die von Hohepriester Hildraukmar Bodus angeführt werden, hat darum gebeten, dass wir ein lokales religiöses Fest unterstützen. Da wollen sie wieder Geld haben. Dies wäre eine gute Gelegenheit, um die Einigkeit unseres Volkes zu feiern und zu zeigen, wie fromm wir sind. Es würde aber auch beachtliche Kosten für unser Reich mit sich bringen. Oh Mann, wenn ich schon das Wort beachtlich höre, Brustmahlzeit. Wenn wir es nicht unterstützen, wird unsere Autorität in religiösen Angelegenheiten mit Sicherheit abnehmen, da Hohepriester Hiltraukmar Bodus ziemlich energisch bezüglich dieser Sache zu sein scheint. Boah, 51 Goldstücke. Sind die noch zu retten? Wir würden dafür 3 Stabilität bekommen. Die Loyalität von ihm hier, von unserem Hohepriester, würde auch um 10 steigen. Er hat schon, ja, eine mittelprächtige Loyalität. Und wir würden, oh, Sachsen erhält Sammelplatz für 60 Monate. Zentralisierung steigt ebenfalls um 0,03. Das ist natürlich nicht schlecht. Oder wir sagen, eine kleine Summe wird sie unterstützen. Wir bekommen 3 Stabilität, verlieren ungefähr nur die Hälfte an Gold, 26. Oder wir sagen, wir können uns das nicht leisten und er verliert 15 Loyalität. Das dritte machen wir auf keinen Fall, dass sie auf 52 Loyalität absackt. Das wollen wir nicht. Wir schwanken zwischen dem ersten und dem zweiten. Ja, wir haben genügend Geld auf der hohen Kante, aber ihr seht ja, also genügend, auch wieder in Anführungsstrichen, Gänsefüßchen. deshalb ist es wichtig, immer ein bisschen Geld gebunkert zu lassen. Wir machen das Erste. Bringt uns am meisten, kostet uns zwar auch am meisten, aber wir haben es doch. Unser Volk verdient ein großes Fest. Stabilität ist gestiegen. Was ist hier los? Was? Feindliche Belagerung? Oh, Scheibenkleister. Barbaren. Können wir mit denen verhandeln und die wegschicken? Ansonsten müssen wir Aufgebote ausheben. Wollen wir jetzt nicht. Was? Unverheirateter Herrscher? Was denn hier passiert?
Oder ist seine Frau gestorben? Müssen wir uns gleich mal angucken. Ja, kommt, wir geben denen die 51 Gold und haben die los. Bezahlen die aus. Sehr gut. Da rennen sie weg. Frau ist gestorben oder was? Ja. Gab gar keine Anzeige oder hab ich sie übersehen? Eigentlich nicht, ne? Ja. Okay, erst 73. Wenn wir nicht verheiratet sind, heiraten die anderen in der Familie auch nicht. Sind die Töchter verheiratet? Ja, kommt. Wollen wir noch mal eine Braut suchen? Nein, kommt, Leute. Er hat Krebs. Das bringt nichts mehr hier. 1% pro Monat geht's zurück. Wir haben noch um die 40%. Das heißt, er hält nicht mal mehr 2 Jahre durch. Dann gibt es einen neuen Herrscher. Oh, Piraten. Piraten. Wir hassen Piraten. Wir werden gleich wieder plündern. Kaum sagt man's und schon ist Visorges wieder geplündert worden. Ach Mann. Von Piraten geplündert. So, 520. Wir schauen uns das Weltgeschehen an. Fangen wir auf der Insel an. Gibt es nichts Neues. Alles kleine Stämme. Meistens sind es sesshafte Stämme. Lokalmächte, sesshafte Stämme. Nichts Neues da auf der Insel. Kein großer Stamm, der sich hier hervortut. Was macht Gallien? Ja, Avernien hält die Stellung, aber haben sich jetzt auch nicht vergrößert. Tauriskien hat halt Haufen Platz hier in Bohemium, sich auszubreiten. Das kann richtig mächtig werden, Tauriskien. Rom, unsere Freunde. Ja, die breiten sich auch auf der Iberischen Halbinsel weiter aus. Ansonsten, im Moment haben die anscheinend keinen Krieg. Oh, die Stabilität ist relativ gering. Zerfallt! Zerfallt! Das würde uns das Spiel um einiges erleichtern. Thrakien und Makedonien. Auf den ersten Blick hat sich ja nichts getan bei Makedonien. Vielleicht hier im Norden ein paar Gebietsgewinne gemacht. Bin ich mir nicht sicher. Haben die Krieg? Nein, haben sie nicht. Irgendwie sage ich dann immer wieder das Gleiche bei den Weltgeschehen für Makedonien. Die kommen nicht so richtig aus dem Knick. Und ich kann das nur wiederholen. Irgendwie. Nö, wird das nichts mehr. Die warten darauf, dass sie geschluckt werden vom römischen Imperium. Klasse. Thrakien, ich hab's schon gesehen, die Thraker haben Krieg gegen das Seleukidenreich, würde ich mal schätzen. Ja. Und die Seleukiden scheinen zu gewinnen. Eroberung von Syrien. Ach du grüne Neune. Von Syrien? Syrien ist doch hier. Oder gibt es da, ja. Hat Thrakien denen den Krieg erklärt? Oder was? Sind die lebensmüde? Syrien.
Kann natürlich auch sein, ja, dass Ägypten denen den Krieg erklärt hat. Als wir nachschauten, hatten die doch auch schon Krieg. Gegen Ägypten. Ist Ägypten mit Thrakien verbündet? Oder ist das ein separater Krieg? Das ist ein anderer Krieg, Eroberung von Apamene. Eroberung von Syrien. Also so wie es ausschaut, oder haben die noch irgendeinen anderen Verbündeten, die Trager, der vielleicht dem Seleukidenreich den Krieg erklärt hat, das kann natürlich sein. Fakt ist, das sieht überhaupt nicht gut für Thrakien aus. Auch wieder gut für das römische Imperium, das eine Regionalmacht, ist eine Regionalmacht? Ne, sogar eine Großmacht geschwächt wird jetzt an den Grenzen des römischen Imperiums. Ach, nicht gut, nicht gut. Seleukidenreich, ja. Krieg gegen. Was? Gegen Baktrien? Hä? Was ist denn da passiert? Das ist doch eine Satrapie von denen gewesen. Ach du grüne Neune. Die haben Krieg gegen das Seleukidenreich. Das wird doch sonst normalerweise in 95% der Fälle immer integriert von den Seleukiden. Krass, was ist da denn passiert? Das ist natürlich eine extreme Schwächung für die Seleukiden, weil das war ja immer ein großer Batzen, den die dazu gewinnen. Aber Maurya breitet sich immer weiter aus. Die Seleukiden sieht nicht gut aus. Für die hier gegen Maurya. Maurya überrennt alles. Krass. Oh, Stabilität ist niedrig. Vielleicht zerfällt's ja. Das wär's. Kein Risiko auf Bürgerkrieg. Mist. Schwierige Situation für die Seleukiden. Also in Kleinasien läuft es gut, aber hier, Maurya und Baktrien, läuft es überhaupt nicht gut. Man darf gespannt sein. Ägypten und Kusch, die tun sich nichts, so wie es aussieht. Ägypten hat der Krieg gegen das Seleukidenreich. Was macht Kusch? Nix. Die haben den Kriegsgrund gegen Ägypten, aber das war's. Schlagen die nochmal irgendwann zu gegen Ägypten? Fragezeichen. So. Iberische Halbinsel. Stämme, Stämme, Stämme. Nur Regionalmächte. Keine Gegner für Karthago und Rom. Und Karthago selbst. Das ist durch. Die konnten sich jetzt zwar hier die ganze, fast die gesamte nordafrikanische Küste sichern, aber Rom ist halt auch schon gelandet. Ich befürchte, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Rom hier den kompletten westlichen Mittelmeerraum beherrschen. Die sind in meinen Augen jetzt schon die vorherrschende Macht, weil Karthago ihnen keinen Paroli mehr bieten kann. Da sind wir rum und sind wieder bei Sachsen. Weltgeschehen haben wir durch. Mach mal ein Häkchen an 520. Weiter geht's. In dem Jahr können wir hier unten hoffentlich Aregeliana auflösen. Wohlstand, Event kennen wir. Ja, wir nehmen die Steuern her mit dem Geld. 4,1. Wie viel machen wir jetzt Gewinn? 15% mehr, 0,51 mehr. Das ist für uns immens viel Schotter.
Rekrutenreserve steigt auch schön an. Wo sind die Barbaren hingezogen? Sehen wir leider nicht. Tanchil Hildganis starb an einer schweren Entzündung im Alter von 69. Er war Häuptling des Hildganis-Clans und er hat auch einen Posten inne. Magistrat. Dann brauchen wir einen von der Hildganis-Familie. Magistrat. Hier haben wir den Posten. Da haben wir einen Zehner, aber leider keiner von der Hildganis-Familie. Scheibenkleister. Hier unten ein Vierer. Wir setzen den Zehner ein. Der ist ein bisschen korrupt, aber geht noch. Das ist den seine beste Eigenschaft hier. Finesse. Und ihr wisst ja, das ist ein ganz wichtiger Posten. Da können wir keinen Vierer einsetzen. Da geht es um Steuern. Der ist im mittleren Alter, 38. Hat noch genügend Zeit hier, seine Staatskunst zu verbessern. Und ihr seht gleich mal, was das ausmacht. Also mal gucken, wenn jetzt ja, das abgelaufen ist. Wir hatten einen, der hatte garantiert mehr Staatskunst. Und das sind jetzt wieder ungefähr die Goldstücke, die wir gerade eingenommen haben oder dazu gewonnen haben. Machen wir jetzt wieder Minus. Die verachtete Familie bleibt leider, aber ja, kann man im Moment jetzt nichts machen. Ist keine allzu mächtige Familie. Ihr seht das, 4,79 Machtbasis. Wir belassen das hier oben aber mal, dass es uns erinnert, dass wir vielleicht ab und zu mal reinschauen, um den Posten zuzuschachen. Skandal, was ist da wieder los? Normalerweise ignorieren wir solche Kleinigkeiten. Wer hat denn mit wem Streit? Kastrant Mabodus wurde in Flagranti mit seiner Liebhaberin Inghild Hildganis erwischt. Und zwar von seiner Gemahlin Mundhild Maboda. Die Gemahlin ist jetzt natürlich nicht amüsiert darüber. Wir können sagen, es geht uns nichts an. Wir haben eine hohe Beliebtheit. Wir könnten die 5 Beliebtheit, die wir da abgezogen bekommen, gut verkraften. Und die Frau würde 15 Loyalität verlieren. Mundhild Maboda sieht Inghild Hildgana als Rivalin an. Ja, sollen sie machen eigentlich. Das ist uns relativ wumpe. Wir sollten öffentliche Untreue nicht tolerieren. Er verliert seinen Posten in der Regierung. Das ist ein Spitzenmann. Ein Zwölfer. Oder wir lassen ihn auspeitschen. Er würde verwundet werden. Der verliert Loyalität. 25% Kastrat Marbose erhält die Eigenschaft verwundet. Nee. Wir halten uns da raus. Das geht uns überhaupt nichts an. Muss nie sein, dass wir uns da einmischen. Die sind alt genug. Sollen sie mal schön unter sich klären. Im Februar schauen wir uns die Migration an aus Bohemium. Machen wir jetzt. Mit ein bisschen Glück können wir jetzt, jawohl, die Migration durchführen können wir. Und wir machen das auch. Dann sind wir hier raus aus Bohemium. Auch wenn wir jetzt hier ein Aufgebot bekämen, aber weil es jetzt halt sächsisch geworden ist, könnten wir da Truppen ausheben. Wir hatten gesagt, wir migrieren hier raus und wir machen das jetzt auch. So. Genau. Weg sind wir. Wieso sind wir noch nie weg? Hä? Hab ich was verpasst? Oder zeigt es das bloß jetzt noch nicht an? Weil normalerweise müsste das doch aufgelöst sein. Region
Biohemium. Könnten wir noch mal eine Migration hier starten? Das sind Bug-Leute, oder? Lass die Zeit mal weiter weglaufen. Aber es wird weniger Bevölkerung. Es wird weniger Bevölkerung, aber die komplette Region wird jetzt hier nicht aufgegeben, die Siedlung. Das ist neu. Komisch. Ein Kriegs-Ohm oder machen wir nochmal ein ziviles Ohm? Es wird noch eine Weile dauern, ehe wir Krieg führen. Wir werden nochmal ein ziviles Omen machen und hier die nationale Produktion von Sklaven ankurbeln. Ja. Das nächste Omen wird dann aber wieder ein Kriegsomen werden. In welche Richtung wollen wir uns denn ausbreiten jetzt hier? Oder welche Siedlung wollen wir besiedeln? Es wäre schön, wenn wir endlich mal hier unsere Hauptstadtprovinz komplett besiedeln könnten. Würden wir schaffen hier. Und so machen wir das auch. Wir kommen aber nicht raus aus Bohemium. Ja. Jetzt haben wir keine 3 Bewohner mehr und können hier keine Migration mehr durchführen. Dumm gelaufen. So viel dazu. Aber wir bekommen hier unsere 2 Siedlungen noch besiedelt. Er ist gestorben. Ein sächsisch unbedeutender Charakter. Hatte aber einen Posten inne. Kriegshäuptling. Muss man guten nehmen. Wenn ich mich recht entsinne, beeinflusst das die Moral unserer Truppen. Haben wir den guten Hildganis? Nö. Haben wir nicht. Wir haben einen guten Tankrit. Ja, ein 9er ist unser bester Mann. Oder hier unten ist auch noch ein Tankrit. Der ist 69, der ist 22. Fällt uns die Wahl leicht. Wir nehmen den Tankrit rein. Ach, Militärerfahrung. Nicht die Moral beeinflusst das, sondern die Militärerfahrung. Auch wichtig. Lasst euch nieder, wir haben noch ein paar. Jetzt über. Gibt es denn noch irgendwo eine Siedlung mit einem einzigen Bevölkerungspop? Fosien hier, aber das zählt zu Bohemium, oder? Ja. Ja. Da das aber nicht funktioniert hat hier, belassen wir dann unsere Anwesenheit in Bohemium. Ich glaube ja. Dann nach Fosien. Und ja, ich weiß, wir haben da eine Grenze zu Trevernien, die die Angeln fast ausgerottet haben. Kolonisierbares Territorium. Wir haben eine ganze Menge Angebote für Leder. Wer will das? Raumakarien. Herulien, die kriegen sie auf keinen Fall. Das ist ein Stamm im Norden. Etelrukien, wo sind die denn? Na, muss auch nicht unbedingt sein. Na gut. Wir geben es den hier. Ist ein Stamm in Skansa.
Genau, den geben wir uns. Kolonisierbare Gebiete in Tubantien. Von wo aus? Ah, von hier aus. Ja, dann besiedel das mal. Also kolonisiert es. Kostet 5 Gold, haben wir, machen wir. Perfekt. Ach, Leder wollen die auch noch haben. Ja, kommt, dann kriegt er halt auch noch Leder. Ja, ich weiß, mit denen wollten wir zwar nicht, aber machbar. Wir brauchen Geld. Endlich haben wir jetzt gleich unsere Provinzhauptstadt besiedelt. Missionsaufgabe ist abgeschlossen. Diesmal schauen wir drüber. Auf nach Gem. Nee, macht Landgewinne. Ah, sehr gut. Bei Abschluss. Bis zu 15 Bewohner in Unsiklien werden zur sächsischen Kultur assimiliert. Sachsen erhält einen Anspruch auf Friesien. Friesien war hier rechts, glaube ich, eine Provinz. Nee, Friesien ist das hier. Ah, Friesien ist hier. Sehr gut. Ja, machen wir. Diesmal hat man dran gedacht, dass wir uns durchlesen, was wir als Belohnung bekommen. Sehr gut. Einwandfrei. Ein fehlender Kommandant, ja. Die gehen ja gleich dahin. Uneinigkeit auf höchster Ebene. Oh, wer ist denn da sich uneinig? Mabodes und Dumagan Reglaikos. Ihr kennt das, wir wählen dann immer das geringere Übel. Er hat nur eine 42er Loyalität und er hat nur eine 49er Loyalität. Ach, du grüne Neune. Ja, wir halten dann halt zu Mabodus. Duomogast. Weil der hat eine geringere Loyalität. Dann wird er halt unloyal. Da können wir nichts, jetzt nichts dran ändern. Wir können noch ein Gebiet kolonisieren. Sehr schön. Das geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Wir machen das. Wir breiten uns hier weiter in Germanien aus. Jemand bietet uns Freundschaft an. Lukien, ja, das ist unser Verbündeter, das können wir machen. Kleiner Nachtrag. 10 Politikeinfluss für 6 Stabilität. Machen wir sehr gern sogar, weil unsere Stabilität durch die ganze Migration jetzt natürlich ganz schön im Keller ist. Und wir siedeln hier noch Infosien. Sieht es nicht schön aus, unser Sachsen? Wunderschönes, hellblaues, gefärbtes Sachsenland. Freunde der Nacht, da sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sadu.